mein Freund. Komm. Ich wünschte, hier gibt es eine Eintopfküche. Ganz unbedingt. Ein kleines Nickerchen machen. So, ungefähr jetzt. Genau so. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Schon wieder Trockenfleisch. Ich hasse Trockenfleisch. So, nun, mein Freund, bist du dran. Ich frage mich, was von der Stadt noch übrig ist. So viel Rauch. Verdammt. Das war ein fast ideales Timing. Fast. Fast ideal. In einem tollen Barrack-Loch bin ich da gelandet. Hey! Halt! Stehen bleiben! Los, komm, 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 komm. Ja. Komm. Okay. Seid ihr euch zumindest alle einig? Ihr habt alle nicht den Baron beschützt. Tut mir leid für euch, aber euer Job, den könnt ihr wohl oder übel an den Nagel hängen. Zumindest so wie es jetzt aussieht. So, was haben wir hier? Ah, wir haben mal wieder Säulen, das ist doch schön. Ups, was haben wir hier? Einen Ring. Gut. Schade, diesmal kein Sammelstück, macht aber nichts. Kann ja nicht immer sowas Schönes sein. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ja irgendwie jetzt weiter. Die Kiste sieht mir etwas instabil aus. Echt? Tut sie das? Das ist ja schön für dich. Aber jetzt die Frage, wie kommen wir hier hoch? Ah, alles klar. Jetzt weiß ich auch, welche Kiste hier instabil vorkam. Die da, ja, das kriegen wir hin. Ups. Das tut mir aber leid. Hopsa. Das zum Thema alternative Eingänge. Okay. Müssen wir nur noch den endgültigen alternativen Eingang auch finden. Ups. Ja. Wo kommen wir hier weiter? Hm. Alternativeingang Suche geht weiter. Hier kommen wir nicht durch. Schade. Aber irgendwie müssen wir doch hier langkommen. Ach, da. Jetzt haben wir das Problem erkannt. Problem erkannt. Problem gebannt. Klack, Seilpfeil, fertig. Hops. Das war ja klug. Richtig klug. Na, wenigstens haben wir die Lösung des Problems gefunden. Und wir geben uns mal eine Runde Nahrung. So, hops, schnell. Ah, ein Fenster. Tada! Hebeln, 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 hebeln.
Und alle hopp, auf das Fenster, los, hopp. Ah. Das war der leichte Teil. Das ist ein großes Haus und der Baron empfängt heute keinen Besuch. Nicht freiwillig. Den Baron in seinem Studierzimmer finden, na. Dieses Zimmer erinnert irgendwie ganz schwer an diesen Lagerraum aus dem allerersten Level, das man bei Thief Dark Project hatte, wo man irgendwie durch die Kanalisation eingedrungen ist, aber dann auch in so einem komischen Kellerraum aufwachte, beziehungsweise sich wiederfand. Ja, Besoffene gab's auch da. Ich war nach dem Motto, wir wiederholen uns mal ein bisschen. Hier ist eine Falle. Gut. Ob mich das jetzt glücklich macht, weiß ich noch nicht. Glücklich sicher auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht. So, erstmal Licht aus hier. Zack. Ich bevorzuge das Dunkle. Brief einer Wache. Gut, stopps. Irgendwas drin, außer Kerzen? Nö. Gut, gucken wir doch mal nach. Was gibt's denn überhaupt an Dokumenten? Kapitel 6. Karte vom Hof. Ja, schön. Wir haben jetzt den Gang gewählt. Okay. Kann man auch machen. Brief einer Wache. Alles in Bachuntergang. Diese Jungs haben Eisenhämmer zwischen den Beinen. Das muss ich ihnen lassen. Ich hinterlasse dir alles, was ich erspart habe. Es ist viel, aber du sollst nicht glauben, dass ich alles in der Taverne verprasst habe. Der General hat unseren Sold halbiert und die Arbeit verdoppelt, seit dieser verdammte Dieb uns in der Fabrik zum Narren gehalten hat. Der Hauptmann ruft, ich muss gehen. Benutze das Geld für Papa und dich. Er hat zwar immer gesagt, dass er vom Baron nichts annimmt, aber ich glaube nicht, dass er dich für seinen Stolz hungern lässt. Na. Dann wollen wir das doch mal hoffen. Dieser arme Kalle, ich glaube, wir kennen ihn aus dem zweiten Kapitel, als er im Hof seine Zweifel äußerte, ob der Herr Großpapa nicht... Ja, wie komme ich jetzt an diesem Ding vorbei? Ah, ich glaube, ich mache es anders. Ich schmeiß einfach die Leiche darauf. Das sollte doch klappen. Leiche rauf. Und... alle. Hopp. Wie? Passiert nichts? Huch. Okay. Nanu. Hier hat offenbar jemand vergessen, den Sicherheitsmechanismus fertig zu machen. Sehr schön. Das gefällt mir. So werde ich gerne begrüßt. Mit einem Sicherheitsmechanismus, den man vergessen hat. Kommen wir auch nicht weiter hoch, ne? Nö. Nö, hier ist nichts weiter. Schön. Gut. So, Anwesen. Teil 1. Womit fangen wir denn mal an? Fangen wir doch mal mit dem Raum hier an. Und was sehen wir? Da ist es wieder mal mit einem Sicherheitsmechanismus gesichert. Gut, ja. Dann wollen wir uns doch mal angucken, wie der so funktioniert. Ja, er funktioniert in jedem Fall blind.
Schade, dass ich nicht wusste, wo der Kasten dazu ist. Hier ist nichts drin. Was ist das denn hier? Ein leeres Zimmer. Kommt mir spanisch vor. Also. Hier ist also ein Schrank. Ohne Inhalt. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wofür wird dieses Zimmer so bewacht, wenn hier nichts drin ist? Irgendwas ist an diesem Zimmer faul. Und zwar ganz kräftig faul. Ich weiß nicht was, aber irgendwas. Neues Dokument. Gut. Geldbörse. So, für das neue Dokument können wir das schon mal eher verstehen. So, nochmal so eine kurze Quest. Da war irgendwas. Hier war doch irgendwas. Scheint ein Bücherregal zu sein. Gut. Gut. Schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Dokumente. Northcrest. Ich bin tief bestürzt über Vivians Verhalten bei Lord Simpsons Bankett. Mitten meiner Rede über automatisierte Arbeiter in unserer zukünftigen Gesellschaft hielt meine Gattin es für angebracht, mit einem lächerlichen Einwurf über die Bestückung der Automaten mit Urkraftenergie zu stören. Mayhew war so dumm, sie zu weiteren Erläuterungen aufzufordern, woraufhin sie die Vermutung äußerte, die Eisensklaven könnten von echten Gedanken ebenso profitieren, wie es Menschen tun. Da lachte sie und postulierte die Frage, ob uns das nicht zu Göttern machen würde. Vivians erschütternde Preisgabe religiöser Denkschemata traf mich bis ins Mark und ich werde derartigen Unsinn nicht tolerieren, schon gar nicht unerwünschte Fantastereien und zusammenhangloses Geschwätz meiner Frau über Dinge, die sie gar nicht begreifen kann. Ich habe Vivian nie geliebt und auch ihre keine derartigen Gefühle erwartet, aber ihre aktuellen Narreteien betrachte ich nach gerade als persönlichen Verrat. Ich werde etwas unternehmen müssen. Ah ja. Klingt ja fast so, als wenn die arme Dame schon nicht mehr unter den Lebenden weilen würde. So. Was haben wir denn hier? Ein Badezimmer, wie schön. Ein Badezimmer, ach was eine Freude. Was haben wir hier? Die ausgetrockneten Leichen auf den Straßen. Sowas wie ein Rittersaal, oder? Ist hier auch wieder irgendwelche Geheimgänge? Ah, da oben. Das ist ja interessant. Gut, da oben wäre auf jeden Fall irgendein Ausgang. Ich habe doch vorhin was gegessen. Gut, gucken wir erstmal nach. Was ist das denn hier? Die Erweckten. Die Erweckten. Die Herrschaft meines Großvaters war kurz, streng und überaus effektiv. Unter Samias wurde die Beschäftigung der Northcrest mit der Urkraft begründet. Dennoch verkannte er die Energie, die er zu beherrschen trachtete. Ich bewundere seine Überzeugung und bedauere seine Unkenntnis. Samias Vermächtnis bedeutet, dass Harland den Erfolg erringen sollte, der meinem Großvater verwehrt geblieben war. Aber statt die Sache voranzutreiben, erwies sich Harland als planloser und undisziplinierter Lüstling, der Jahrzehnte der Forschung verkommen ließ. Ich werde seine Fehler nicht wiederholen. Darum gründe ich die Erweckten, einen elitären Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Mechanikern und Philosophen mit einem gemeinsamen Ziel der vollständigen Kontrolle über die Urkraft. Mit dieser Energie treiben wir die Wiedergeburt der Stadt und begründen ein neues Zeitalter industrialisierter Aufklärung. Wir sind nur wenige, aber wir sind die Maschine. Lasst uns die alten Götter durch den Fortschritt ersetzen. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Ehrenzeichen der Wache. Aha.
Bitte ein bisschen mehr. Hier ist noch Halte ein... Halte du Wache. Ich sehe mich mal um. Ich werde kämpfen und mich nicht verkriechen. Ah, schön. Freut mich zu hören, dass ihr euch nicht verkriechen wollt. Verdammt kalt heute Nacht. Ist ja... Ich fühle mich nicht Gebäude. Besonders. Fast schon winzig. Nicht. So. Oh mein Gott. Toll. Wie komme ich hier bloß rüber? Dann stimmt das mit den Götzen und dem Bergfried? Ja, die haben die Reichen in Dayport ziemlich gebeutelt. Dayport galt als uneinnehmbar. Und wir versuchen den Baron in seinem verfluchten die Stellung, während sie sich umsehen. Denk. Ich bin neuerdings so. Gut. Das war nicht sehr elegant, aber wenigstens effektiv. Wir haben es wenigstens gepackt, hier derselbe Albtraum. Den Laden aufzukriegen. Und werden jetzt hoffentlich hier auch bei durchkommen. Göttern. Gucken, was ist hier? Ist hier irgendjemand Warum drin? Warum bin ich so verdammt hungrig? Ich hab doch vorhin was gegessen. Okay, da ist irgendwer drin. Das ist schon mal interessant. Aber ich guck mich, glaube ich, erstmal noch in diesem Flur um. Bevor ich dann weiter schaue. Okay, ich guck mich doch nicht erst im Flur. Ich mach doch erstmal den hier. Ansonsten komme ich hier nie durch. So, hier ist ansonsten nur das hier. Das ist der Tresor, den ich suche. Fehlt nur noch der geheime Eingang. Wow. Wow, 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 wow. Schön, 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 schön. Hübsch, hübsch, hübsch. Geheimer Eingang also, gut. Dann wollen wir den nochmal suchen gehen. Fangen wir hiermit am besten an. Der andere Flügel ist zu ungeschützt. Gibt es dort einen Zugang zu den Gemächern des Barons? Wurde durch den Unfall zerstört und nie repariert. Eine Todesfalle. Ja. Sir, dürfte ich etwas sagen? Mir ist vorhin aufgefallen, dass niemand die Kanalisation bewacht. Entschuldige, Jessup. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt? Nein, Sir. Sollen dir die Götzen mit rostigen Messern die Augen ausstechen? Willst du das? Nein, Sir. Dann beweg deinen Arsch und dreh deine verdammte Runde, wie ich's dir befohlen habe. Yes, Sir. Interessant. Nur die spannende Frage. Oh. Okay, da hinten ist auch ein Eingang. Schön. Da ist nichts drin. Die Straßen sind so ruhig. Gut, das... Sie mögen mich nicht? Gut, das müssen Sie auch nicht. Okay, da unten... Auch jemand?